Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Lilly würde keinen Unsinn mit der Motorsäge anstellen. Als pflichtbewusstes Mädchen wusste sie, dass man nicht einfach drauf lossägte. Sie würde bis nachts warten, wenn sie niemand störte. Ich glaube, die hat kein Benzin, ne? Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Glaube ich auch. Als ob sie einfach so eine Kettensäge bekommen hat von Doris. Wie machen wir denn jetzt die Widmung vom Baum weg? Ich weiß es nicht, nur. Ich habe keinen Plan. Alles klar, okay, wir machen aber eine kurze Pause. ETF, ey, ich speichere mal vorsichtshalber. Gut. Wir haben eine Kettensäge. Und müssen ja jetzt. Es ist so dumm. Hallo Rö. Hallo Rö wird mit Doppel-L geschrieben. Wir müssen ja jetzt diese Widmung vom Baum entfernen. Das ist einfach dumm. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Lilly erinnerte sich noch gut an die Klosterschulordnung. Man durfte Knallfrösche nur dann benutzen, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Irgendwie so. Gut. Ach Mann. War das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Natürlich. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Ja. Aber da können wir ja ohne Rezept nicht rein, beziehungsweise ohne Essen für Lumpi. Das heißt, es waren ja gerade Spatzen dort. Warum versteckt sie sich nochmal? Edna versteckt sich vor Dr. Marcel. Falls du Edna bricht aus nicht kennst, das ist der erste Teil, also der Vorgänger von Harvest Neue Augen. Und ja, da ging es halt hauptsächlich um Edna und Dr. Marcel und ihre Beziehung und so weiter. Und Dr. Marcel darf Edna halt nicht finden, weil Edna aus der Irrenanstalt von Dr. Marcel ausgebrochen ist. Ja. So. Wie? Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber What? Ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Sie schießt? Nach hier. Nach hier. So in diese Richtung. Und trifft dort ganz oben einen Adler? What? Erinnere mich an den Anfang von Harveys Neue Augen nicht. Und wo ist Harvey überhaupt? Ja, bei dem Anfang von Harveys Neue Augen... Achso, ja gut. Lilly hat halt Aufträge von der Oberin bekommen und dann wurden sie halt zu einem Treffen gerufen, nachdem sie die Aufträge fertig hatte und, dann hat die Oberin halt gesagt, dass das Benehmen von den Kindern hier nicht geht und deswegen Dr. Marcel oder also ein spezieller Dr. Marcel vorbeikommt und die Kinder korrigieren möchte. Und Harvey, wirst du noch früh genug sehen. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten.
Wow, das hatte Lilly fein hinbekommen. Alles klar. Johnny schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Meinst du nicht, dass eine ganze Schachtel auf einmal ein bisschen viel ist, Johnny? Johnny war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten hatten ihn gleichgültig gemacht. Na gut. Ich würde sagen, wir gucken noch einmal zu dem Baum. Oh, er ist abgebrochen. Na, okay. So, oh. Johnny hat, wie es aussieht, sich so gedacht, okay. Reicht erstmal für den Tag. Alles klar. Er muss sich nach dem Schock von unserer Toughheit erstmal wahrscheinlich zur Ruhe begeben aufs Zimmer. Und das erstmal verdauen. Aber gut, dass sie die Zigaretten nicht mit reingenommen hat. Weil in so einem Kloster zu rauchen ist, glaube ich, nicht so nice. Aber wir haben jetzt das Rezept. Aber der Ofen funktioniert noch nicht. Moment. Wir müssen noch irgendwie den Ofen ankriegen. Das könnte funktionieren. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Klar, mit einer Zigarette. Wieso der Adler nicht angemalt ist? Ja, weil der Adler tot ist. Die anderen sind einfach weg. Hä? Das Feuer wie das Haupt. Ich, hä? Ich verstehe deine Frage nicht, Mensch. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten. Ja. Also, die Essen und so lang. Du hast ja alles seit. Du brauchst nichts zu sagen. Ich hab schon gemerkt, dass der Ofen wieder läuft. Leider kann ich trotzdem noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange ich nicht die Konserve. Was? Ich hab schon gemerkt, leider kann. Solange ich nicht die Konservendose aus dem Keller habe. Kann die Obere noch lange auf das Futter warten? Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Dann holen wir die Konservendosen halt. Ach, du hast das Rezept? Aha. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Was? Tja, ha! Ja gut, dann holen wir uns jetzt halt die Konservenbüchse. Wird ja jetzt nicht so das Problem sein, würde ich meinen. Achso, ja klar. Ja, siehst du? Billig. Also. So, eine andere Erklärung hätte ich jetzt nicht. Dafür, so. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Gute Wahl. So. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Für fast alle. Bist du vegan? Solange... Ja, hatten wir alles schon. Konserven. Du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Geht klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir zur... Oberen. Ja, das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Und wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Mach ich nicht. Braten. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Weiß ich nicht.
Naja, die Pflanze sieht hungrig aus. Nice. So, jetzt genau. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Alter, was kriegen wir denn zu essen? Kriegst was zu essen, Lumpi. Bitte. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Ja. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Ah. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Hm. Lilly sah eine gewisse Chance, dass sie den Ballon zu Lumpi aufsteigen lassen konnte. Aber wozu? Lumpi hasste Partys. Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Niemals. Und jetzt raus mit dir. Sehr nice. Sehr, sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Die Taube. Eine Friedenstaube? Ist ja. Das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! Das waren wir nicht. Nicht unsere Schuld. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Oh, kacke, ich hab gekleckert. Wartet mal. Und ich hab mein Tee einfach mal 8 Minuten zu lange ziehen lassen. Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Oh, ja. Sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Doch, doch. Sonst nichts? Doch. Abhöranlage. Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garrett. Oh, sind Sie können. Und Lilly wollte. Ist das eine Konsole? Okay, gehen wir zur Kapelle. Ich hoffe, der nicht schmeckt. Trödeln. Na los! Intensiv. Stopp!
Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Glaube ich auch. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass sie diese Aufsässigkeit in ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Ja, Leute, Dr. Marcel sitzt jetzt im Rollstuhl. Sicher war der Doktor ein Mensch, mit dem man über alles reden konnte. Aber nee. Lilly fiel einfach kein Gesprächsthema ein. Ist okay. Was eigentlich, wenn wir in den Keller gehen und uns da verstecken oder so? Geht das? Ätnas Tagebuch. Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Nehmen. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Verdammt! Da ist sie! Das ist nicht gut. Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. Ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Das dauert mir zu lange. Oh, verdammt. Was? War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Was bist du denn für einer, ey? Ey, erstmal so eine Elektroschocke. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. 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 Boogie, Boogie. Boogie. Ha! Boogie, in der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kind. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort? Lilly, wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe,
habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.